Ja, das wird ja auch unheimlich unterschätzt. Also du bist natürlich die Frontfrau, du gibst alle Interviews, aber du hast wirklich eine super Band und man hat auch gesehen, dass ihr eine echte Einheit seid. Ja, eine richtige Street Gang. Ja, ja, total. Erzähl doch noch mal so ein bisschen was über die Band. Über die Jungs. Oh, gerne, gerne. Ja, ich muss auch sagen, ja, das wird echt unterschätzt. Also ein gutes Team zu haben, gute Band zu haben und dann fange ich sofort mal an mit unserem Bassmann, das ist der Nick. Und wir haben eine Audition gemacht 1990 in New York und haben einen neuen Bassmann gesucht. Und da kamen wirklich ungefähr 120 Bassmänner da an, haben sich alle vorgestellt. Und das war noch die Zeit, wo Skid Row so total groß war. Und alle Jungs kamen in den Proberaum so, mit dem Seitenscheitel, gingen so da rein. Es war echt super lustig. Und der Erste, der aber reinkam, war der Nick. Und dann habe ich sofort gedacht, irgendwie vom Gefühl her, ich wusste, der ist es. Und dann habe ich damals meinem Manager, dem Alex Grober, habe ich gesagt, du, der ist es. Und dann meinte er, du bist bescheuert, ey, es sind noch 119 Leute da, die musst du alle anhören. Meinte ich, ja, klar, kann die machen, aber ich weiß, Nick ist es. Ja, und dann haben wir gespielt, hat sich sofort gut angehört. Nick hatte damals übrigens so Haare bis zum Arsch, also es war unglaublich. Und war aber so nett, also vom Feeling her, wir haben uns sofort super verstanden. Ja, und dann habe ich aber auch noch alle anderen Bassmänner angehört und es ging über Tage und dann habe ich gewusst, der Nick ist es. Ja, und jetzt 25 Jahre später habe ich immer noch das Gefühl, das war die richtige Entscheidung. Wir haben jeden Gig zusammen gerockt. Egal, ob jemand krank war, ob jemand nicht gut drauf war, es ist ja auch viel passiert. So. Die ganzen Eltern von uns sind teilweise gestorben. Leute haben sich scheiden lassen. Also alles. Wir sind echt immer alle durch dick und dünn gegangen. Ja, und Johnny D, unser Drummer, ist ganz ähnlich. Der ist seit 23 Jahren mit ihm zusammen. Und ich hatte zuerst eine Band zusammengestellt. Das war ziemlich geil. Dachte auch, wow, das ist es. Und dann haben wir Deutschland getourt und das war auch ein Ami. Und dann auf einmal meinte der Drummer, du, ich halte das nicht aus. Ich will nach Hause. Er hat seine Freunde vermisst, war auch, war nur so amerikanisches Zeug gewöhnt, hat sich hier überhaupt nicht wohl gefühlt. Dann ging es auch irgendwann nach Russland und meinte, das geht gar nicht. Ja, und dann hat mir der Keyboarder immer von jemandem erzählt. Er meinte, falls mal irgendwas schief geht, ich habe einen Freund, das ist der Johnny D. Und dann meinte ich, ist das der von Britney Fox? Und ich kannte das Video, das hieß Girl School damals. Johnny auch saß da in so einer Ecke, hatte so Haare bis zum Boden. Und dann meinte er, ja, es ist Johnny D. Naja, auf jeden Fall waren wir in Wacken, das war damals 93. Und das war ja auf dem Dorf, keiner wusste, wo wir waren. Ja, und auf einmal meinte mein Drummer, ich steig aus, ich halte es nicht mehr aus. Wacken, Dorf, alles. Also, naja, und dann bin ich zu meinem Keyboarder gegangen, meinte ich, du, ich glaube, die Zeit ist reif, wir müssen mal deinen Kumpel anchecken. Und in dem Moment ging das Telefon. Und das war so eine kleine Pension. Und dann meinte ich, ey, geh dran, das ist der Johnny D. Meine, nein, nein, das kann gar nicht sein. Naja, und auf einmal, er ist rangegangen, war Johnny D. am Telefon. Ich weiß gar nicht, wie der die Nummer rausgekriegt hat. Naja, und dann meinte ich, komm, frag ihn. Dann hat er ihn gefragt, meine, du, es gibt Probleme, hast du Bock, bei der Doro mitzuspielen? Ja, und dann bin ich nach Philadelphia geflogen, habe Johnny kurz die Hand geschüttelt und so war Johnny in der Band. Also wir haben dann auch hinterher noch gespielt. Er war voll gut eingeprobt. Ja, und seit 93 ist Johnny in der Band. Und ja, die anderen, ich mache es jetzt etwas kürzer. Okay. Der Bass Mars, der kommt von der Band After Forever. Wir haben viel zusammen getourt, besonders Südamerika, waren immer fett befreundet. Und dann haben die Jungs und Mädels sich aufgelöst. Und ein Jahr später haben wir gesagt, wir machen das zusammen. Und der Luca Princiotta, der ist aus Italien. Und der ist eigentlich eingesprungen für jemanden, der kurz mal woanders gespielt hat, bei Camelot. Das war der Oliver Pelotai. Und dann ja, habe ich mit Luca gespielt. Und Luca ist ein super Gitarrist. Also der ist vielleicht ein bisschen zurückhaltend, aber der spielt auf den Punkt, verspielt sich nie, ist ein super netter Typ. Auch jetzt seit 8 Jahren dabei. Und ja, Bass seit 7 Jahren. Ja, und manchmal haben wir noch einen Keyboarder, das ist der Harry, Harrison Young und der beste Freund vom Nick. Ja, und so gehen wir irgendwie, so machen wir die Welt unsicher und gehen durch dick und dünn.